Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype The Time Quest. Im letzten Part haben wir den König Tuscan IV. Gerettet, natürlich auch seine Frau Lizotte und noch irgend so No-Name-Ritter. Die versuchen jetzt den Widerstand wieder aufzubauen und wir glitschen uns durch die Brücke. Richtig. Wir müssen in die Stadt, in die verlorene Stadt zurück. Die ist nur begehbar in die Ehre des dritten Tuscans und da geht's jetzt hin. Komm, ihr habt Geld. Gib mir Geld. Ich bin Geld, geil. Nein, kein Geld. Zeitverschwendung. Die Skelette sind reine Zeitverschwendung. Gut. Der Punkt war komplett im Wald. Das Blöde ist, jetzt muss ich wieder die Steinrätsel machen. Das werde ich euch wahrscheinlich zusammenschneiden, weil ich sage euch mal so, daran erinnert sich nichts. Es wird wieder komplett nervig. Weil ich verkacke, darf ich nochmal alles neu machen. Ihr wisst das. Die Fackel. Mein Teleporter ist jetzt, glaube ich, wieder geschlossen. Was ich ziemlich blöd finde. Just saying. Hier müssen wir hin. Es ist immer ein Vergnügen, euch wiederzusehen, Hype. Ah, wenn nur alle Ritter so wären wie ihr, dann wären die Leute viel glücklicher. Tja, sind sie aber nicht. Die Welt ein gutes Stück besser. Du Philosoph, sei froh, dass du nicht in der 4. Ära lebst. Wo alle versklavt werden, diese blöden Sprüche von Barnack aufsagen müssen. Das ist kacke. Hier geht's ja noch. Ach ja, jetzt haben wir das gute Spielchen hier wieder. Ehevoll. Steck dein Schwert weg. Seid der einzige Weg, um in die Stadt zu kommen. So, Ehevoll. Pilz. Bärentatze. Und jetzt werde ich gleich ein Safe State machen. Bitte flamed und hate mich nicht. Ich habe keine Lust, wenn ich verkacke, dieses Rätsel nochmal neu zu machen. Wirklich nicht. Vor allem, was wir so schon mal hatten. Und ihr wisst, wie knapp im Essen das ist. Ist echt nicht witzig. So, Schmetterling und dann, glaube ich, noch ganz links. Das Oblivion-Zeichen. So, hier irgendwo. Beim Frosch? Nee, hier. Sieht halt aus wie das Oblivion-Zeichen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. So, jetzt. Safe State. I don't care. Das resettet sich sonst. Wenn man es verkackt. Dann darf ich nochmal schön neu drehen. Ja. Ich glaube, das hat sich hiermit schon erledigt. Richtig? Richtig. Sieht gut aus. Wir haben's. Sehr schön. Rein in die verlorene Stadt. Here we go. Nicht, dass der Teleporter jetzt auch noch ausgeht. Das fehlte mir noch. Here we go. Jetzt sehen wir so den Ladebildschirm von der 4. Ära. Dadurch müssen wir, ich werde es richtig gemacht haben. Oh oh. Komm hier auf wieder Rätsel. Hier ist wirklich coole Musik. Okay, da unten scheint nicht zu sein. Wir gehen mal weiter. Nein, die Geister! Schnell weg! Skelette! Gegen die kämpfe ich gern. Und tschüss. Droppen die was? Bin los. Besser als nichts. Okay, here we go. Problem ist, hier ist ein Zauber versteckt in irgendeiner Nische. Ich muss jetzt leider die Nischen auschecken. Ist das Assi? Voll schwer zu finden, aber ich hab ihn.
Und zwar ist das der Eisdrachenzauber. Der war vorher auch nicht da. Magier Glacier, Drachen. Jetzt fehlt uns nur der Feuerzauber. Und den kriegt man storybedingt. Bedeutet, wir haben die 100%. Und ich sag mal so, dieser Eiszauber und der letzte Eiszauber, genau der hier, die waren voll schwer versteckt, finde ich. Apropos. Wir werden jetzt der Drachenjunge. Drachenjunge-Hype. Gott, was ist das? Was zum Geier ist das? Bitte was? Bitte was? Jetzt wird er grün hier unten. Verstehe ich nicht. Orange. Orange Mischung aus Rot und Gelb. Muss ich die jetzt zusammenführen oder was? Ich verstehe es aber nicht. Wahrscheinlich. Grüne Mischung aus Blau und Gelb. Diese Farbmischung habe ich tatsächlich in dem Rollenspiel Mario und Luigi Superstar Saga gelernt. Bitte nicht nur eine Mischung. Nein, das geht sie nicht mehr aus. Habe ich schon wieder verkackt, ne? Ja. Was zum Geier? Ich verstehe das halt nicht. Mal gucken, was hier steht. Note: Aus Rot und Gelb hergestellt, symbolisiert Orange. Das Gleichgewicht des Geistes. Dies ist auch die Farbe der göttlichen Liebe. Aus Gelb und Blau gemischt, ist Grün die Farbe des Trostes und der Hoffnung. Es symbolisiert auch das erwachende Leben. Aus Rot und Blau gemischt, symbolisiert Violett die Klarheit. Violett ist auch die Farbe der überlegenen Handlung. Und das Gleichgewicht zwischen Liebe und Weisheit. Schön. Hilft mir nur hier nicht weiter. Ist halt interessant, aber helfen tut's mir nicht. Also. Erst orange, dann grün und dann violett. Das ist, wenn ich so laufe. War ein guter Gedanke, war aber leider falsch. Das ist doch auch Mist, oder? Was ich jetzt hier mache. Ich weiß es nicht. Grün. Schauen wir mal. Ich glaube, das war richtig. Jetzt haben wir immer noch die Möglichkeit, Lila zu bekommen. Ja, das war richtig. Das ist ein cooles Rätsel. Muss hier ein bisschen nachdenken. I love it. Was zum Geier ist das? Ich bin der Gott Drarek. Nein, die Götter können sich nicht in die Belange der Menschen einmischen. Aber ich bin hier, um eine Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Gustus hat dir erklärt, was Barnak tun will. Es könnte ihm gelingen, dank eines Juwels, das er aus unserem Reich hierher gebracht hat. Ich bin hier, um dir das gleiche Juwel zu geben. So kannst du Barnak mit gleichen Waffen gegenübertreten. Damit dies Juwel seine volle Kraft entfaltet, musst du es in deiner Epoche am Himmel aufladen. Hier ist es. Hey, voll geil! Dieser Quadrarik hat aber komischerweise die gleiche Stimme wie Gustus. Vielleicht ist es ja doch Gustus. Vielleicht ist Gustus zum Gott aufgestiegen. Wer weiß. Hat die gleiche Stimme. Oh nein, Hype hat keinen Fußfetisch. Was zum Geil ist das? Er wird seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit ausdehnen, wenn es ihm gelingt, die
die Sonnenuhr in dem Augenblick zu berühren, wenn sie keine Stunde zeigt. Es steht eine Sonnenfinsternis bevor und die will Barnack ausnutzen. Du musst ihn schlagen und die Sonnenuhr zerstören, bevor die Sonnenfinsternis beginnt. Aber das ist noch nicht alles. Hör mir gut zu. Du hast dein Schicksal selbst bestimmt. Es ist das Schicksal eines Befreiers. Aber du hast deine Legende ausgelöscht. Jetzt musst du deinem Volk beweisen, wer du bist, indem du die vier Standarten, die Thoras über die Epochen hinweg gehabt hat, auf der Spitze des Schwarzen Turms vereinigst. Ich habe genug gesprochen. Vergiss nicht, das Juwel in deiner Zeit aufzuladen und die Standarten aller Könige zu vereinen. Ja, das ist jetzt die letzte große Quest vor dem ultimativen Finale. Und wie immer, super kryptisch. Wo gibt's die Standarten? Tja, niemand weiß es. Ist halt richtig kacke. Oh, ich wollte gerade sagen, voll cool, jetzt haben sie es ausgeschaltet, ja, vom Regen. Träum weiter, Mädchen. Hier fällt jetzt auch noch was runter. Abnormal. Einfach nur abnormal. Hui. Ja, du Geist, du kommst nicht mal hier. Trifft ja nicht. Der neue Zauber ist blöd. Funktioniert nicht. Wenn ich getroffen, ich will mein Geld zurück. Warum hole ich den, wenn nicht funktioniert? Ja, vier Standarten. Also in jeder Zeit müssen wir eine Standarte finden. Und ich weiß nicht mehr, wo die waren. Echt, ich weiß nicht mehr, wo die waren. Nur bei den Tasken des Ersten weiß ich das noch. Das nämlich direkt hinterm Thronsaal. Aber ich würde sagen, wir laden erstmal das Juwel auf. Und wisst ihr, wo wir es am besten tun können? Bei Zadia. Da müssen wir logischerweise hin. In der vierten Epoche. Und das Gute ist, ich kann das mit dem Räuberdorf kombinieren. Ich war noch nicht im Dorf der Räuber. Aber das werde ich jetzt tun. Bedeutet, wir gehen jetzt in die vierte Epoche. Das Dorf der Räuber. Ja, frisst das. Voll stark. One hit. Scham instant. Okay, ich nehme alles zurück. Der Drachenzauber ist insane. In Sahnesoße. Also, ich werde euch das jetzt kennen. Wir sehen uns bei Zatila in der vierten Epoche. Dann lernen wir das Juwel auf und dann geht's zu Räuberdorf. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. In der komplett zerstörten, beschädigten Rüstung, weil ja, mich die Fledermäuse ein bisschen vergewaltigt haben, weil ich dich jetzt nicht abgeschossen habe. Sei gewusst, so ist das nun mal. Ich habe gewusst, dass Drarek dich empfangen hatte. Es ist eine große Ehre, ein göttliches Kleinod zu besitzen. Ich mache mir keine Sorgen. Du wirst die Standarten der vier Epochen ganz leicht finden. Ich habe einen Erkundungsflug gemacht. Barnack benutzt immer noch den Nebel, um sich zu tarnen. Es gibt gegenwärtig keine Möglichkeit, bei ihm zu landen. Wir würden nur riskieren, uns die Knochen zu brechen. Also, lass uns gehen und dieses Juwel aufladen. Möchtest du? Ich bin auch nur da, um das Juwel aufzuladen. Dadurch werden wir stärker und haben vielleicht eine Chance gegen diese schwarzen Garten, wirklich. Ohne das Juwel weiß ich nicht. Ich hau den nur ab. Ich habe keine Chance. Und ich kann euch sagen, Räuberdorf haben wir auch empfangen. Himmel, Eratos kann der Vierte. Das Juwel der Götter ist von unschätzbarem Wert. Du brauchst nicht weniger als 70 Energieprismen, um es mit himmlischer Energie zu laden. Oh, dieser Himmel tut mir weh. Barnacks Schreckensherrschaft ist hier allgegenwärtig. Oh, oh. Ja, Speicher hört. Hört schon ein bisschen her. Mach halt. 70 Prismen. Und voll die... Na dann mal los. Himmeltaskane Vierte. 70 Stück, sagst du. Klar, wir brauchen fast alle.
Ich weiß nicht, ob der Turbogang jetzt der richtige ist. Ich glaube, wenn zwei auf einmal hier sind, wie hier, soll ich vielleicht bremsen. Ach komm, wer bremst, hat schon verloren. Wir kriegen das hin. Ja, normalerweise ist ein Sonnenuntergang ja voll romantisch, aber den Kontext kennen wir hier. Sehr bedrohlich. Das gezählt, haben wir alle drei. Oh nein, das war nicht gut. Das war zum Kotzen. Ich fliege nur mal zurück. Drei zu verpassen ist, glaube ich, zu hart. Ja, einen lasse ich jetzt. Ich glaube, hier brauchst du wirklich alle. Ist ja nicht umsonst Juwel der Götter. Der ja schon so krass betont. Da muss ich leider auch nochmal zurückfliegen. Mhm. Perfekt, Satila, super. Weltklasse. Naja, die Hälfte haben wir schon. Aber ich glaube, wir sind auch schon gleich durch. Ich glaube, du brauchst hier echt alle. Das wird ja sau schwer. Ey, ohne Scheiß, ich flieg wie eine Besoffene. Sehr schön. Wieder zwei verpasst. Wieder einen verpasst. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht. Es kostet zu viel Zeit. Fünf Stück. Sind aber leider nur vier. Na toll. Komm schon, der letzte. Boah, in der letzten Sekunde geführt. Einzusammeln hat mir gut getan. Ich könnte stundenlang fliegen, wenn du wolltest. Aber fürs Erste sollten wir vorsichtig sein. Es gibt ja einige böse Drachen, die es nicht mögen, wenn jemand anders ihr Territorium überfliegt. Wenn du zum Wald zurückkehren möchtest, um deine Aufgabe zu vollenden, dann steuere mich einfach zu dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Das werde ich jetzt auch tun. Boah, war das knapp. Also das war echt schwer. Wenn wir selber so weit, das war schwer. Das war echt heftig. Aber gut. So kennen wir es ja mittlerweile von dem Spiel. Der Kindergarten war Ehre 1 und 2. Für dritten Ehre wohl zart arschig und ja. Fehlen wundert sowas noch. Mich? Definitiv nicht. So, jetzt müssen wir noch stärker sein. Ich will es aufgelernt. Wir sind voll Power. So. Was denn mal für Umweg läuft? Es hat gut getan, wieder mit dir zusammenzufliegen. Die Sonnenfinsternis wird bald eintreten. Ich fühle es. Es gelüstet mich, Barnak und seinen Drachen Veribert, die Schande meiner Rasse anzugreifen. Los, Hype, beschaff die vier Standarten, damit wir endlich diese zwei unseligen Geschöpfe loswerden können. Jetzt wissen wir wenigstens, wer Veribert ist. Scheinbar der Drache von Barnak. Interesting. Gut, Räuberdorf, they say. Ich brauche einen Safe State. Aber Räuberdorf, ihr wisst es. Stürzt das Spiel gerne mal ab. Ey. Komm. Rauf mit dir. Hey, da sind noch Pfeile. Du hast gesehen, Baumstumpf. Das sind noch moderne Pfeile. Die gefühlt nichts bringen gegen den schwarzen Garn. Ich wusste es. Dieses dreckige Spiel. Echt. Warum habe ich vorhin Safe State gesetzt? Oh, jetzt darf ich für den Speicherfunktion neu lernen und. Oh, es ist. Echt, ich mag das Spiel echt, aber es ist, hat so viele Flaws. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns gleich im Räuberdorf. Bis gleich. Für mich vergehen 20 Minuten. So, ihr Lieben. Auch wenn neues, ich habe die Rüstung tatsächlich jetzt auch reparieren lassen, aber die ist schon wieder halb Schrott. Wo ist das nochmal? Wenn die schwarze Garde überlauert. Apropos. Mhm. Aber ihr seht, wir machen ein bisschen mehr Schaden. Das liegt an den Juwel der Götter. So hieß das, ne? Ja.
So, hier kommt auch noch ein assiger Raum, das weiß ich noch. Weil hier auch wieder so ein Bogenschütze ist, der komplett nervt. Der ist einfach da oben. Ich jetzt hier, ja, ich kann da nicht hoch. Wegen diesen blöden Bogenschützen. Es wird wieder lustig. Echt, war ich jetzt zu langsam? Ja. Gut, dann machen wir den Raum nicht. Kann ich sagen, da gibt es einen lila Trank. Und ist mir scheißegal. Ich werde ihn nicht holen. Weil es funktioniert halt nicht. Du kannst die Leiter nicht hoch und da das die PlayStation 2 Version ist, kann man nicht schnell genug schießen und zielen. Was wiederum dazu führt, dass er halt immer schneller ist. Sag mal, das Spiel wird so assi. Ich krieg einen Anfall. Sind hier auch noch Geister? Könnt ihr mir bitte nicht folgen? Ich hab gerade gesagt, könnt ihr mir bitte nicht folgen. Ey, ist das fies. Aber ich habe ja euch öfter schon versprochen gehabt, dass hier was ist. Das werde ich euch jetzt demonstrieren. Oder auch nicht. Ich hätte schwören können, dass hier ein lila Trank ist. Ist aber nicht. Hier ist kein Trank. Ich habe euch angelogen. Nee, muss ich jetzt schon mal machen. Kenne ich das Passwort noch? Froschbeeren, Tatze, Kleeblatt. Ach so, das ist ausgestellt. Er hat die schwarze Garde wahrscheinlich ausgemacht. Guten Tag, Heim. Ich wusste, dass du eines Tages durch diese Tür hereinkommen würdest. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Aber es gefällt mir gar nicht, dass du mich so siehst. Wie es mir gelungen ist, hier allein zu bleiben, trotz der schwarzen Wächter? Nun, ich spiele die verrückte Alte. Sie lachen über mich und lassen mich in Ruhe. Ich fühle mich wohl hier im Wald. Aber ich bin des Himmels, der Sonne, des Mondes müde. Ich weiß, dass du mich das alles mit neuen Augen sehen lassen wirst. Aber geh zuerst nach Torras. Du musst wieder an dein wirkliches Leben mit Viola anknüpfen. Und da gehöre ich nicht dazu. Oh, wie sie es nochmal betont. Hi. Das ist halt alt und grau, ne? Aber sie steht immer noch auf uns. Die steht immer noch auf uns. Sie werden Speicher. Tja, wir waren schon in Torras. Was soll ich jetzt diese vier Standarten finden? Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, schöner Geist, toller Geist. Tut mir leid, ich muss hier durch. Tut mir leid, ich muss hier durch. Die kann man gar nicht besiegen. Was ist das? Das ist mein Clipping-Fehler. Och nö. Muss das sein? Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Euer gottverdammter Ernst, zwei davon. In so einem engen Raum. Ich muss mich heilen. Ganz schnell. Violetter Trank und... Schockierende Neuigkeiten. Oh, der droppt sogar einen violetten Trank. Oh Gott. Da will ich mich wohl nicht beschweren. Apropos beschweren. Das lässt mir keine Ruhe mit diesem einen Raum. Komm. Schwere Geschütze ausfallen und gut, das. Das Blöde ist. Aufzugehen! Klingt wie so ein Gähner. Das Blöde ist, dass jetzt hier diese Geister sind, ne? Mann, man kann es gar nicht schaffen, da vorbeizukommen. Geht nicht. Ich fühle mich hier nicht wohl. Kann ich nach Hause gehen? Kann ich in die Stadt Torras oder sonst wohin? Ich mag das ja nicht. Gucken, ob der Typ uns jetzt entdeckt. Ja, natürlich entdeckt er uns. Schießt direkt auf uns. Hype? Hype, du Trottel! Aber der schießt auch nicht. Jetzt schießt er, weil wir jetzt in Reichweite sind. Ist klar. Ja, ist klar. Es ist so klar, ne? Es ist so klar. Das geht nicht, Leute. K-
kann euch das leider nicht zeigen, was da ist. Ich komme da nicht hin. Es geht doch nicht. Da ist auch noch einer. Oder ist der jetzt runtergekommen? Sag mir, dass der jetzt runtergekommen ist. Das wäre meine Chance. Meine allerletzte Chance. Wie der patrouilliert. Komm schon. Letzte Chance. Letzte Chance. Letzte Chance. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich liebe die schwarze gerade. Wenn die jetzt immer violette Tränke droppen. Das ist das Einzige, was noch nützlich ist. Rote Tränke heilen nichts. Blaue heilen nichts. Toll, hier ist eine kaputte Truhe. Weltklasse. Naja. Immerhin noch ein lila Trank. Ja, ihr merkt schon. So wichtig war der Raum nicht und ich wusste es. Ich wollte ihn euch trotzdem zeigen. Gut, ihr Lieben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was wir machen müssen. Standarten holen. Ich habe keine Ahnung und bin der Hype. Ich bin der Hype und habe keine Ahnung. Hast du einen lila Trank für mich? Siehst aus, als hättest du einen lila Trank. Ich liebe diesen Zauber. Ich habe mich verliebt in einen Zauber. Gut. Haben wir den Müll entsorgt? Blaue Tränke brauche ich eh nicht mehr. Gut. Boah, sind die stark. Ich wiederhole mich. Aber, boah, sind die stark. Also das Räuberdorf war optional, ich wollte trotzdem den Dialog zeigen. Und ich wollte euch zeigen, dass selbst das Räuberdorf nicht mehr sicher vor denen ist. Die spielt jetzt die verrückte Alte, ey. Was zum Geier. Ich bin verrückt. Ich kann mich ruhig wieder leben lassen. Ich bin sowieso nicht mehr ganz dicht. Nach dem Motto oder was? Zwei Bogenschützen. I'm out of here. Das ist zu heftig. Vor allem, wenn das nicht trifft. Der Scheiß. Ich darf schon wieder die Rüstung reparieren. Gefühlt in jedem Part. Zwei bis dreimal. Sag nicht, ich bin schon voll. 500 Cash. Das ist nicht schlecht. Gut. Dann nehmen wir das mal aus. Für violette Tränke. So, das mache ich alles offscreen. Ich kann euch sagen, da. Das zeige ich euch noch. Ich zeige euch das noch. Das wollen wir noch. Ja, hier kommen auch wieder Angreifer. Ah. Ist echt nicht witzig. Aber der Zauber ist echt gut. Der ist echt gut. Der ist richtig gut. Guck, da gibt es sogar ein gelbes Kraut. Damit ich es wieder auffüllen kann. Wie halb zurückkommt. Hier waren zwei Geldbeutel. Ich weiß nicht, wie viel Plastik das waren. Aber hier waren zwei Geldbeutel. Habe ich schon offscreen eingesammelt. Findet ihr hier. Gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt offscreen. Violette Tränke kaufen, drei Stück wahrscheinlich, dann sind wir voll und den Schild reparieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir. Wenn wir was. Wenn wir die Standarten holen. Ich werde mich schlau machen, wo es sie gibt, ganz ehrlich, ich weiß es halt nicht. Standard von Tastrian I. hinterm Thron. In Ära 1. Wo die zweite ist. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Bleibt gespannt. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord
und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!